Herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli, das bin ich. Ich bin hier in der Wirtschaftswoche in Wunsdorf. Das Schöne ist, ihr seht im Hintergrund, hier ist Johanniter, DLRG und dahin auch THW. Ne? Hier sind natürlich viele Aussteller, hier wird viel gezeigt, Autos und so weiter. Aber wir werden jetzt gemeinsam vor allem den THW jetzt mal gucken, was die hier so vorbereitet haben. Weil ich war da früher auch mal vor einiger Zeit, als ich noch jung und schön war. Deshalb bin ich ganz gespannt. Ich sehe schon, die haben coolere Klamotten als damals. Und das gucken wir uns mal an, was die heute so machen. Im Gegensatz zu damals. Alles klar? Los geht's. So, jetzt gucken wir mal zum THW-Stand. Ich bin ganz gespannt. Kommt mal mit. Ich glaube, hier muss ich stehen bleiben, bis ich dran bin. Das finde ich mal gut, wenn hier Besucher kommen, bietet man denen noch ein paar Spiele an, machen sie vorzüglich. Hallo. Hallo. Ich bin der Willi. Ich bin Birgit. Hallo. Birgit, hi Birgit. So, ich sehe schon schicke Klamotten THW, ne? So, für die Feuerwehrleute, das ist nicht orange oder so oder schwarz, das ist blau. So. Ja. Ist das, weißt du? Ist das für mich oder was? Nee. Das kannst du dir jetzt gleich angeln. Angeln? Ja, wir haben hier einen Brunnen aufgebaut. Das hat unsere Jugend gemacht. Und da haben wir eine Pumpe und da pumpt das Wasser raus und haben einen Brunnen gebaut. Und das ist ein Wunschbrunnen. Der ist extra für Leute wie dich jetzt gedacht. Da kann ich mir was wünschen. Ja, das heißt, ich muss also Geld reinwerfen. Kennst du den Brunnen aus Rom? Trevi-Brunnen? Das ist so ähnlich. Ja, ja. Es ist ein bisschen Spaß. Hallo, ich bin gebildet. Das ist dieser Wunschbrunnen. Das ist der Wunschbrunnen aus Rom. Na gut, der ist jetzt für die THW-Jugend. Alles, was du da reinschmeißt, kriegt die THW-Jugend. Und die kaufen sich dann, entweder gehen sie mal schön was essen, aber wahrscheinlich kaufen sie sich doch eher Klamotten und ja. Also ich empfehle, so für THW Jugend, kauft euch mal so kleine Feuerwehr-Spielzeugautos. Ja, wir spielen dann eher. Wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin der Finn. Finn? Finn, hi. Hi. Guck mal, Finn. Du bist hier der Chef. Oh, muss ich mit dem Hut stellen, sonst fange ich nämlich hier gleich nichts. Und ja, Finn gehört, kannst du da einmal gleich Geld reinschmeißen und dann angeln. Ah, okay. Was schmeißt man da jetzt rein? 10 Cent, 20 Cent. Ich habe jetzt hier eine. So, und das muss ich jetzt über die Schulter werfen. Ja. Und wenn ich da nicht reintreffe. Das war mal. Also, ich wünsche mir jetzt gute Bild- und Tonqualität. Ah, das hat getroffen. Hat getroffen? Hat getroffen. Du hast sogar einen Eimer getroffen. Oh, ist das gut? Ja, das ist super. Normalerweise würdest du jetzt einen Bonbon kriegen, aber es waren schon zu viele Kinder da. Jetzt müsstest du. Mit Kind. Also das finde ich nett, wie sie es erklärt hat. Sie haben an die Bonbons da, sie denken nur an mich. Genau. Danke. Finn ist jetzt der Chef, der erklärt. So, okay, Finn, erklär mir das mal bitte. Du musst diese Art Angel nehmen, die hinter dir steht. Und dann kannst du gleich eine Gummibär packen, die da gerade unter dem Bett verschwindet. Oh, also ihr seht schon, für Willi gleich Level 2 unterm Brett. Ach nee, doch nicht. Also ich bin ja nicht doof, ich kann das natürlich. Ich sehe die Zuschauer, wie sie denken, wie kann man gerade so blöd sein? Ey, das ist gar nicht so einfach, wie ich jetzt dachte. Okay, ich glaube, das. Alter, das ist ja wirklich anstrengend. Okay. Schnitt. Ha. So. Also scheint maßig zu sein. Ja, ich habe einen Goldbären gefangen. Vielen Dank. Ja, cooles Spiel. Hast du das ausgedacht? Nee. Aber trotzdem cool. Teilen wir uns das jetzt? Oder hast du schon genug gegessen davon? Ich hab schon genug. Er hat schon genug. Nee, aber ganz coole Idee, muss ich mal sagen. Finde ich toll. Der junge Mann da, willst du gleich mal erklären, wie funktioniert. Da habe ich doch noch meine Süßigkeiten gekriegt. Ich finde das cool. Schön. Dankeschön. Sag mal, Entschuldigung, ganz kurz, ja, bevor wir weitermachen. Wieso habt ihr denn jetzt bei mir hier Unfall stehen? Ja, wir haben gedacht, wenn du kommst, ne? Ist das irgendwie, weil ich nicht so gelungen bin? Danke. Das hast du jetzt. Eine tolle Begrüßung, weißt du? Also wir können auch mal. Ne? Ach so, ein Satz ist von, das ist ja auch witzig. Ja. Guck mal bitte, die haben ja vorhin verschiedene Seiten.
ist unterschiedlich beschriftet. Und das, was man braucht, dreht man einfach zu den Fahrzeugen hin. Finde ich auch gut. Ich lasse bei mir lieber Unfall. Das passt. Passt. Komm her mit, ich mag ihn. Wir machen Hälfte, Hälfte. Gehört, oder? Wir machen Hälfte, Hälfte. Komm her. Warte, das ist nicht Hälfte, doch. Hälfte. Komm, komm. Hier. Hallo. Ja, okay. So. Okay. Genau Hälfte, Hälfte war das sogar. So. Auch die jungen Männer möchten. Komm, mit dir warte. Jetzt ganz kurz mal. Oh, hier. Wie er, schade, dass ich nicht sehen konnte, wie er gerade geguckt hat. Okay. Männer möchten mit euch jetzt noch mal Dosenwerfen machen. Ihr müsst Dosenwerfen. Ja, wir haben einen Rekord. Ja. Ihr müsst 10 unterbieten. 10? 10 ja. Dosen? Nein, 10 mal werfen, um die alle runterzuhauen. Ist das so schwer? Ja, hallo, 10 mal werfen, das mache ich mit einem. Komm hier, hier, hier. Moin. Ach so, ja, ich will erst mal Hallo sagen. Wer seid ihr denn? Ich bin der Erik. Erik, moin. Willi. Moin. Und du? Moin, Florian. Florian, hier. Mädels, es lohnt sich auch zur THW Jugend zu gehen. Hübsche Jungs. So, also ihr seid bei der Jugend. Ja, ja. Und macht das Bock, jetzt mal ehrlich, hört auch keiner zu. Ja, doch, macht Bock. Es ist sehr interessant und macht richtig Spaß. Ja, glaube ich. Und was macht ihr am liebsten beim THW? Gibt vieles? Einiges, ja. Macht Funken. Funken machst du schon? Ja, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Die beiden haben jetzt erst das Silberabzeichen gemacht hier. Ja, Leistungsabzeichen Silber. Okay, das war jetzt, das wusste ich nicht. Also wir sprechen nicht mit irgendjemandem, sondern mit den aktuellen Silberabzeichengewinnern vom THW. Hier einmal, ey, das sieht auch richtig cool aus. Ja, gratuliere. Wir machen ja auch, das weißt du ja, wir machen Bronze, Silber und Gold und ja. Das ist jetzt Silber. Alter Schwede. Die zweite Stufe. Die zweithöchste Stufe. Ja. So, gut. Ja, dann will ich jetzt euch mal zeigen, wie es nicht geht, okay? Also, ich erkenne das ja von Star Wars. Bin bei mich. So, und das ein bisschen leicht, das Ding, ne? Das ist also, okay. Komm, wie passt das? Gedankenblase Nummer 1. Wenigstens einfach schon grob die Richtung. An eurer Stelle will ich mich flach hinlegen. Ich mach das scheibchenweise, ne? Beball mich! So, ihr könnt jetzt drauf zeigen, welche Dose ich jetzt nehmen soll. Moment, ich warte kurz. Verstanden? Ich wollte die unten weiter wegschieben, das war geplant. Ich glaube, ich blamier mich jetzt gerade. Ja, ich habe gedacht, wenn ich den Tisch umhaue, fällt gleich alles um. Danke dir. Der zweite war noch Probe. Hallo, du sprichst hier mit irgendjemandem. Wir sind von der Feuerwehr. Müsst ihr den nicht neu aufstellen oder sowas? Nee. Das ist leichter, als es aussieht. Einfach mitmachen. Nein, das läuft von alleine. Das ist der pure Respekt. So, wie viel muss ich jetzt noch? Ja, die, ne? Okay. Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Hätte klappen können. Nicht geschafft. Aber sonst wäre es auch zu einfach. Wir haben da noch zwei, die möchten auch mit dir spielen. Und zwar, das ist der Björn und der Manuel. Und die möchten gerne, dass du einen Hammer da bewegst. Oha. Feuerwehrmänner können das bestimmt auch. Ja, aber ich bin ja nur Ostfahrmeister, ich kann das doch nicht. Ex-Feuerwehr. André. Manuel und? Björn. Okay, ihr seid hier die Spezialisten. Was sollen wir jetzt machen? Dass die Leine durchkloppen? Nein, oder? Ihr sollt einen Nagel hier reinhauen. Nagel reinhauen? Jo. Hier ist ein Nagel, einmal anschauen. Aha, ich dachte... Ich habe gehofft, er fällt drauf rein. Nein, Handschuhe anziehen. So, und jetzt? Jetzt haben wir den Nagel und den Hammer. So, wie viele Schläge muss man machen? So wenig wie möglich. Nein, nicht schummeln. Ach so. Schon richtige. Alles andere sagt so einfach. Okay. Einfach rein? Ja. Und nicht krummhauen. Ach, nicht krummhauen? Da muss ich mich gerade hinstellen. Besser als das Berg.
So, ich hoffe, den Aufnahmetest bekomme ich hin. Du hast noch einen Aufnahmetest, habe ich leider noch für dich. Moment, ich will aber auch Marvin jetzt mal dabei sehen. Moment. Marvin. Wie du hämmerst. Oh, ich stehe hier schlecht. Das habe ich genauso auch geschafft. So, ich bin fertig, ne? Also, ganz. Das ist der Unterschied: 7 Jahre THW und nicht. Hier sind beim Vorbeigehen. Haben schon schöne Ausrüstung, ne? Muss man schon sagen. Aber schön. Also, man sieht schon. Ist alles gepflegt, ist halt alles Top-Zustand hier, ne? Fällt einem so gleich auf, so als Willi. Also. Rückwärts hinstellen, okay? Erstmal gucken, dass man sich ein bisschen positioniert. Okay, richtig positionieren. Den Ball nach hinten wegwerfen. Und soll denn einmal rein, oder? Ja. Ah. Okay, aber das war schon dicht dran. Du hast das ja auch schon einen halben Tag geübt, das zählt nicht. Ja. Okay. Soll ich mal hinknien dazu, oder? Achso. Ich wollte den Schlauch reinwerfen. Ja. Sah cool aus. Also nicht der Lauf. Ja, das war nicht so. Ich versuche verschiedene Techniken. Auch nicht. Aber die Dosen habe ich runtergeworfen. Und gefangen hat er auch. Okay, ich muss, wie du schon, ich glaube, ich muss mal besser machen, was er gesagt hat. Richtig positionieren. Er ist besser. Gucken. Ich glaube, das geht gar nicht. Das macht Marvin gleich nochmal. Ich versuche es mal ganz lässig so. Der muss da rein. Wir finden irgendwas, was Marvin kann. Marvin, ja. Oh. Ja, Marvin, so. Wir üben das nochmal. Wir müssen jetzt hier die Dekoration wieder neu aufbauen. Marvin hat geworfen. Ich muss mal Fachmann fragen, wie hab ich geworfen? Schon besser als manche anderen. Aha, danke dir. So, wir sehen uns gleich noch, gib dir gleich noch ein Eis aus. Der ist cool, der Kleine. Ist cool, den siehst du. Danke dir, ne? Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Andere Seite. Geht ja schon wieder gut los. So, soll ich mal so gerade? Du, wir müssen dann denken, ich habe hier nur ein Mikro, ne? Wir müssen ein bisschen, du musst immer an meine Brust kommen. Oh, ich komme so gerne an deine Brust. Hier. Das ist die erste, die das sagt. Ja, du sagst das sonst auch.